Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 87, Antrag zur Aktuellen Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Stipendienprogramm für Künstlerinnen. Hessen stärkt gezielt Frauen in Kunst und Kultur, Drucksache 20-5318. Und als erstes hat die Kollegin Miriam Schmidt von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es im Grundgesetz. Aber noch immer sind wir von einer Gleichstellung von Frauen in Kunst und Kultur himmelweit entfernt. Nur 22% der Theater in unserem Land werden von Frauen geleitet. Von über 130 Orchestern werden gerade einmal 3 von Frauen dirigiert. Und auch für die bildende Kunst gilt: Es sind hauptsächlich Männer, die ausgestellt werden, die kuratieren und die Museen leiten. Soweit die nackten Tatsachen. Tatsachen, die wir so nicht akzeptieren wollen. Obwohl Frauen in den kulturbezogenen Studienfächern und Ausbildungsberufen noch klar in der Überzahl sind, öffnet sich die Schere danach. Scharen von hochqualifizierten Künstlerinnen verschwinden vom Radar. Sie bleiben ungehört, ungesehen und ungezeigt. Und sollten Frauen es trotz Brother Culture, Seilschaften und permanenter Unterschätzung doch geschafft haben, ins Rampenlicht zu kommen, werden sie dann deutlich schlechter bezahlt. Der durchschnittliche Gender Pay Gap im Bereich Kultur liegt bei 24%, Tendenz steigend. Das ist keine Lücke, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Abgrund. Und diesen Abgrund wollen wir überbrücken. Mit einem neuen Förder- und Stipendienprogramm richten wir uns gezielt an Künstlerinnen aller Sparten, der Musik, der Komposition, der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst und der Literatur. Durch Haupt- und Nachwuchsstipendien unterstützen wir sowohl etablierte Künstlerinnen als auch talentierte Nachwuchskünstlerinnen, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Auch stellen wir zusätzlich Projektmittel zur Verfügung, die dabei helfen sollen, künstlerische Ideen in die Tat umzusetzen. Gleiches gilt für Künstlerinnengruppen, die ein spartenübergreifendes Projekt planen. Und weil sich Frauen nach wie vor verstärkt um Haushalt, Kinder und Angehörige kümmern, also die sogenannte Care-Arbeit übernehmen, vergeben wir zusätzlich 5 Arbeitsstipendien für Künstlerinnen, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen. Insgesamt in einem Volumen von 250.000 €. Aber damit nicht genug. Auch sonst sorgen wir für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Kunst und Kultur. Deshalb fördern wir jährlich das Archiv für Frau und Musik, das Archiv der Deutschen Frauenbewegung und die wunderbare Kinothek Asta Nielsen, die das kulturelle Erbe von Frauen würdigen. Denn das alles sind Orte, die historischen Spuren von Frauen eine Stimme verleihen und zeitgenössischen Künstlern Raum geben, uns ihren Blick auf die Welt zu zeigen. Orte, an denen Frauen keine Nebenrolle, sondern eine Hauptrolle spielen. Und das ist uns wichtig. Und natürlich haben wir auch beim Prozess um den Masterplan Kultur einen Schwerpunkt in die Frage gesetzt, wie wir die Diversität in unserer Kulturlandschaft in Hessen erhöhen können. Denn Diversität und Chancengleichheit ist für uns ein Gewinn an Perspektiven, ein Gewinn an Potenzialen und damit ein Mehr an künstlerischer und kultureller Vielfalt. Gleiche Chancen, gleiche Bezahlung und bessere Rahmenbedingungen, mehr Sichtbarkeit für Frauen in Kunst und Kultur. Dafür setzen wir uns ein. Denn Kultur ist mehr als nur ein kleiner Bereich unserer Gesellschaft. Kultur, das sind Bilder in unseren Köpfen. Kultur ist die Bedeutung, die wir unseren Handlungen geben. Kultur in diesem Sinne ist, wie wir miteinander umgehen und zusammenleben. Wenn wir also einen Kulturwandel wollen, wenn wir eine echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern wollen, dann müssen wir unsere Verhaltensweisen und unser Denken ändern. Und wo könnte man das besser als in der Kunst? Wer die Freiheit der Kunst betont, muss auch für Chancengleichheit sorgen.
Das sind wir den großartigen Frauen in der Kunst schuldig. Aber noch mehr sind wir als jenen Frauen schuldig, die wir noch nicht kennen, die daran gehindert werden, sichtbar zu werden, weil sie das falsche Geschlecht haben. Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen, den Abgrund überwinden und Frauen und natürlich auch Männer gleichermaßen in Kunst und Kultur ins Rampenlicht drücken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Schmidt. Für die AfD-Fraktion hat sich Dr. Grobe zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Kurz vor dem Weltfrauentag hatte Frau Ministerin Dorn am 5. März wieder ein abgenutztes Klischee aus der sozialistischen Mottenkiste ausgegraben. Diesmal geht es um die angeblich in den professionellen Künsten unterrepräsentierten Frauen. Wie Frau Ministerin Dorn darauf kommt, ist uns schleierhaft. Denn im Film, im Theater und an den Kunsthochschulen gehören Frauen nicht zu den unterrepräsentierten Individuen. Vielmehr liegt der Anteil an beschäftigten Frauen laut dem Statistischen Bundesamt in den Kulturberufen bei 52%. Die Beschäftigungsstatistik fällt somit deutlich zugunsten der holden Weiblichkeit aus. Welche aber unterrepräsentiert sind, sind die, die Sie doch so gerne unterstützen, die Diversen. Werden Sie bald auch hier Förderprogramme auflegen, oder sehen Sie diese nicht als förderungswürdig an, weil es diese gar nicht gibt? Frau Ministerin Dorn, wie wäre es, wenn Sie und Ihre Regierungskollegen einmal Frauenförderprogramme anderer Berufssparten unterstützen würden? Hier würden sich die StraßenbauerInnen, die GerüstbauerInnen oder die Beton- und StahlbetonbauerInnen anbieten. Denn dort sind die niedrigsten Frauenanteile zu finden. Diese liegen bei 0,7 bis 1,2%. Oder haben Sie etwas dagegen, wenn sich Ihre Klientel einmal die Hände schmutzig macht? Ähnliches gilt übrigens für Studienfächer wie Mechatronik, Maschinenbau oder E-Technik. Hier wäre eine Unterstützung Ihres Ministeriums wirklich wünschenswert, liegt doch der Anteil der weiblichen Erstsemester bei unter 10%. Aber nein, Sie wollen etwas fördern, was sich eventuell nicht auf dem Kunstmarkt verkaufen lässt. Denn man kann nämlich niemanden zwingen oder vorschreiben, etwas zu kaufen. Aber hier haben Sie sicherlich schon die Hessische Landesregierung im Visier, die die von Ihnen geförderten, aber nicht absetzbaren Frauenkunstwerke aufkaufen wird. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, was ist dann der nächste Schritt? Wird dann nämlich männliche Kunst per Gesetz wegzensiert, damit die Quote stimmt? Denn die Quote muss stimmen und, wie Sie selbst schreiben, eine weibliche Handschrift tragen. Deshalb fördern Sie ja auch das freie Internet-Nachschlagewerk Wikipedia mit insgesamt 40.000 €. Glauben Sie wirklich, Frau Ministerin Dorn, dass Sie mit dieser ideologischen Herangehensweise irgendein selbstkonstruiertes Gender-Art-Gap beseitigen können? Wir von der Alternative für Deutschland sagen Ihnen eins: Das Land Hessen hat weder eine freie Enzyklopädie mit Steuergeld zu finanzieren, noch Kunstförderprogramme für ein Geschlecht aufzulegen. Entweder gefällt einem das Kunstwerk oder auch nicht. Kunst kann kein soziales oder sonstiges Geschlecht haben und ist auch nicht von einem dominiert. Maßnahmen wie diese haben am Ende zum Ergebnis, dass die Kunst nicht mehr nach Sachargumenten bewertet wird, sondern danach, ob diese mit der richtigen Haltung oder von der richtigen Person und dem richtigen Geschlecht erstellt wurde. Das ist nicht der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, sondern der Eingang. Und noch eins zum Schluss. Sie möchte, Frau Ministerin Dorn, Sie möchten, dass Hauptstipendiatinnen ihre Kunst nicht nur in Hessen, sondern auch im europäischen Ausland realisieren können. Ich freue mich schon jetzt auf die ersten Kunstperlen vom Ballermann. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat die Abg. Dr. Sommer von der SPD-Fraktion das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde ja jetzt gerne auf Sie antworten, aber dann würde ich nicht mehr zum Thema reden, deswegen komme ich zur Sache. Ein Stipendienprogramm für Frauen in der Kunst, eine solche Förderung ist schon lange notwendig und überfällig, denn Frauen sind tatsächlich unterrepräsentiert, auch wenn 60% Absolventinnen weiblich eben sind. Die meisten Ausstellungen zeigen aber nicht die Werke von Künstlerinnen, sondern von Künstlern, und zwar seit 1900 1%, meine Damen und Herren. Bilder von Frauen liegen im Depot, und das muss sich ändern, Herr Dr. Grobe. Warum? Das ist kein Es liegt nämlich nicht an der Qualität der Werke, die ist nicht mitnichten schlechter, sondern es liegt unter anderem an den von Ihren patriarchal gewachsenen Strukturen, die Sie gerade vorgetragen haben und die Sie immer wieder leben wollen. Anfang des 20. Jahrhunderts gingen Frauenkünstlerinnen nach Paris, weil dort das Studium möglich war. Erst 1919 mit der Einführung des Frauenwahlrechts war es in Deutschland möglich. Davor gab es aber auch schon Frauen, die Kunst gemacht haben. Die waren auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Allerdings auch nur dann wieder in den Museumsdepoten, wo dann die gelagerten Zeugnisse von den weiblichen Kunstschaffenden vorhanden sind. Eine Analyse des Ökonoms Kreusel von Auktionsdaten zwischen 1970 und 2013 ergab, dass zwischen den Werken von Männern und Frauen ein Unterschied im Verkaufswert von 47,6% liegt, meine Damen und Herren. 47,6%. Und ich möchte noch einmal betonen, das liegt nicht an der Qualität der Werte, sondern am Geschlechterunterschied, meine Damen und Herren. Und das muss schnell möglichst geändert werden. Wir kämpfen seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung, gerade in diesem Monat mit dem Frauentag und mit dem Equal Pay Day. Frauen sind aber auch unterrepräsentiert, weil Frauen in den CDU-geführten Landesregierungen bislang kaum oder wenig Lobby hatten. Mit dem 250.000-Euro-Projekt setzen Sie als grüne Ministerin zwar ein kleines Ausrufezeichen, aber wir fordern eine Trendwende, mehr Chancengleichheit, mehr Teilhabe, schnellere Umsetzung von Maßnahmen, meine Damen und Herren. Vor der Corona-Pandemie gab es übrigens schon ein Gender Pay Gap. Wir haben es gerade gehört, der Kulturrat spricht von 26%, obwohl wir eine Lohnlücke in Hessen von 19% haben. Da müssen wir etwas tun. Das Land ist Trägerin von Einrichtungen, kann diese Lücke schließen. Und in Drucksache 5342 aus 20 in Punkt 6 loben Sie sich als verantwortungsvolle Arbeitgeberin. Dann machen Sie etwas und holen Sie diese Frauen tatsächlich in die Sichtbarkeit und bezahlen Sie sie anständig. Die Nachfrage in der Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Stipendien sind und wie groß die Not in der Kulturszene ist. Uns erreichen immer noch Rückmeldungen, dass es schwierig ist, an ein Stipendien zu kommen, dass man eine Anfrage startet im August, dass die Rückmeldung erst im November kommt. Dabei ist es so dringend, die Unterstützung, weil die haben von ihren Reserven gelebt, die haben Verluste eingefahren, die sie einfach nicht mehr kompensieren können, meine Damen und Herren. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Künstlerinnen und Künstler enttäuscht sind, dass gerade öffentlich getragene Häuser, vor allen Dingen auch hier in Wiesbaden, nicht ihrer Verpflichtung nachkommen, angefragte Gäste mit Verträgen tatsächlich zu bezahlen. Gäste sind als Arbeitnehmer anzusehen und fallen auch unter anderem unter die Corona-Kurzarbeiterregelung. Dennoch weigere sich das Haus, der Zahlungsverpflichtung in voller Höhe nachzukommen. Hier ist das Land Trägerin und sollte noch einmal an die Verantwortung appellieren und darauf drängen, dass die getroffenen Regelungen ermöglicht und auch ausgeschöpft werden, meine Damen und Herren. Die Künstlerinnen und Künstler hoffen sehr auf Sie, Frau Ministerin Dorn, dass Sie da einwirken, damit der Klageweg nicht beschritten werden muss. Meine Damen und Herren, und insgesamt braucht es Perspektiven, nachhaltige Unterstützung. Es wird etwas getan, es ist aber zu schleppend, und das
ist so wichtig, weil Kunst und Kultur sind Kitt unserer Gesellschaft, denn mit ihren Angeboten fördern sie Kreativität, Empathie, Toleranz, regen zum kritischen Denken und zur Selbstreflexion an. Deswegen setzen Sie alles in Bewegung, dass wir auch nach der Pandemie diese Kunst- und Kultureinrichtung, diese Vielfalt haben. Und Frau Schmidt, ein letzter Satz. Sie haben gesagt, Frauen sollen die Hauptrolle spielen. Das finde ich großartig. Deswegen überzeugen Sie bitte Ihren Koalitionspartner davon, damit wir besser voranschreiten können und dass wir Gleichberechtigung besser leben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Als nächstes hat sich für die Freien Demokraten Herr Dr. Naas zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde es schon mutig, dass die Fraktion der GRÜNEN heute eine Aktuelle Stunde zum Thema Kultur beantragt hat. Denn da gäbe es eine Menge zu sagen. Denn die Künstlerinnen und Künstler sind im Moment in wirklicher Existenznot. Die Kulturbranche ist vom Lockdown am stärksten betroffen. First out, last in, kann man ja sagen. Sie werden die Letzten sein, die auch wieder öffnen können. Und wenn man sich so die Soforthilfe des Landes Hessen anguckt oder auch die November- und die Dezemberhilfe, dann muss man eben sagen, das ist alles an den Künstlerinnen und Künstlern weitgehend vorbeigegangen. Und da finde ich es schon in der Tat mutig, heute das Thema Kunst aufzurufen heute Morgen. Und das hat erst einmal gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das geht allen Künstlerinnen und Künstlern, der ganzen Veranstaltungsbranche im Übrigen auch genauso. Jetzt gibt es ja Initiativen der Landesregierung, Rohrkrepierer muss man ja sagen, denn das Kulturpaket 1 kann man nicht anders bezeichnen. Denn da haben Sie 23 Millionen € ausgelobt für Arbeitsstipendien. Davon wurden nur 8 Millionen € abgerufen. Sie haben sich dann so ein bisschen aus der Affäre gezogen, haben gesagt, ja, das war noch nicht so ganz genau, wir tasten uns davor. Haben damals insgesamt nur 3.600 Stipendien vergeben können, obwohl es 12.000 Sozialversicherte in der Künstlersozialkasse gibt. Und damit sind noch nicht mehr alle Künstler dann abgedeckt. Und man muss eben deutlich sagen als Fazit, durch Stipendienprogramme, liebe Frau Ministerin, kann man eine Branche nicht absichern. Dann gab es das Kulturpaket 2. Da haben sie noch einmal die Küche gekehrt, haben 4 Millionen € draufgelegt, alles, was nicht abgeflossen ist, zusammengefasst und haben dann natürlich immer wieder auf den Bund verwiesen, wenn es um Details geht. Ich sage Ihnen ganz deutlich, mit zweimal 2.500 € für einen Künstler oder eine Künstlerin können Sie keine Existenz absichern. Können Sie nicht. Und deswegen bleibt es eine Aufgabe der Landesregierung, hier Künstlern eine Perspektive zu geben. Und da fragen wir uns heute, wo bleibt denn der Perspektivenplan? Wo bleibt die Öffnungsperspektive? Wo bleiben Ihre Aussagen zu den Teststrategien, zum Hygienekonzept, zur digitalen Nachverfolgung in der Kunst? Bis heute nichts gehört. Fehlanzeige. Aber Bündnis 90 brauchte ein Thema für die Aktuelle Stunde, und man ist fündig geworden in den Pressemitteilungen der Ministerin. Es gab eine zum Weltfrauentag am 8. März. Und da ging es um ein Sonderprogramm für die Künstlerin. Aber schauen wir uns das einmal genau an, um was es da eigentlich geht. Es geht um 250.000 € insgesamt und 5 Arbeitsstipendien. In Worten, fünf Arbeitsstipendien. Das wird dann von einer Jury aus 7 Personen entschieden. Also sitzen mehr in der Jury als die Arbeitsstipendien, die da vergeben werden. Aber gut, es ist eine Presse sicherlich wert. Und wenn man sich dann mal anguckt, wer diese Jury besetzt, höchst intransparent, kann ich Ihnen sagen. Wenn man sich dann mal anguckt, wann kommt denn das Stipendienprogramm? Ja, das wird im Sommer aufgelegt. Steht auf der Homepage. Und vielleicht kommt es dann 2021. Frau Ministerin, wir sind in einer Krise. Wenn Sie irgendjemandem helfen wollen, dann müssen Sie es gleich tun, dann müssen Sie es schnell tun. Und in der Tat, wenn Sie eine Förderung betreiben wollen der Künstlerin, kann man darüber diskutieren, das ist in Ordnung. Aber dann setzen Sie anders an, dann fördern Sie Promotionsstipendien, dann fördern Sie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder dann stärken Sie die kulturelle Bildung insgesamt, wenn Sie das bekämpfen wollen, was Sie bekämpfen wollen. Aber nicht, indem Sie ein Pflaster auf ein Holzbein kleben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Allerbeste
ist dann noch die Frage, wann kommt das genau und wie geht das genau und wo kann ich mich jetzt eigentlich für dieses Stipendium, die für die 5 Stipendien als Arbeitsstipendium, für ein Projektstipendium bewerben. Und da lese ich Ihnen mal vor, was auf der Homepage steht. Alle Informationen werden rechtzeitig zum Ausschreibungsbeginn im Sommer auf der Website veröffentlicht. Mehr ist überhaupt nicht über Ihr Programm bis heute zu erfahren, außer eine grüne Pressemeldung und Ihre eigene. Wann kommt denn das Programm dann? Ich hoffe, dass eine der Künstlerinnen den Sommer überlebt finanziell, dass sie sich noch auf ihr Programm bewerben kann. Wir brauchen jetzt Hilfe und nicht am Ende des Jahres. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Für die Fraktion der Linken hat sich die Abgeordnete Wissler zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Wissenschaftsministerin hat zum Internationalen Frauentag ein Förder- und Stipendienprogramm speziell für Künstlerinnen aller Sparten aufgelegt, eine 250.000 € für Frauen in der Kunst und für die Nachwuchsförderung. Und das ist natürlich sinnvoll und das ist richtig und das unterstützen wir. Denn Frauen sind tatsächlich in vielen Sparten erheblich unterrepräsentiert, etwa in Bereichen der bildenden Kunst, Film oder Video oder der Bereich der Komposition. Und gerade in Führungspositionen und in Leitungspositionen von Theatern und Museen und Orchestern gibt es viel zu wenige Frauen. Und daran muss man etwas ändern, wenn wir über die Frage von Gleichberechtigung auch in der Kunst reden, meine Damen und Herren. Wenn Frauen in der Kunst unterrepräsentiert sind, dann sind sie auch in der Wahrnehmung der Kunstwerke unterrepräsentiert. Und die mangelnde Wahrnehmung von Frauen in der Kunst, obwohl sie, die Ministerin hat in ihrer Vorstellung schon darauf hingewiesen, mehr als die Hälfte aller Studierenden an den hessischen Kunsthochschulen stellen, ist historisch bedingt durch eine lange männlich geprägte Kunstwelt, und die hält sich bis heute. Und dem entgegenzuwirken ist sinnvoll, weil hier geht es nicht nur um Anerkennung, hier geht es auch schlicht um gleiche Bezahlung. Der Gender Pay Gap in dem Bereich ist schon angesprochen worden. Und ich will mal daran erinnern, dass es Frauen gab, Schriftstellerinnen gab, die lange Zeit z.B. unter männlichen Pseudonymen geschrieben haben, bis ins 20. Jahrhundert hinein, ja, weil sie sonst hätten gar nicht publizieren und veröffentlichen dürfen, bzw. nur mit Einwilligung ihres Ehemanns. Und dass Frauen in Literatur und Kunst lange unterrepräsentiert waren und es immer noch sind, ist Fakt. Und das hat die bayerische Schriftstellerin und Dichterin Emerenz Meyer mal schön auf den Punkt gebracht. Sie schrieb: Hätte Goethe Suppen schmalzen, Klöße salzen, Schiller Pfannen waschen müssen, Heine nähen, was er verrissen, Stuben scheuern, Wanzen morden, ach, die Herren, alle wären keine großen Dichter geworden. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass es hier nicht darum geht, dass es eine Bevorzugung gibt von Frauen, sondern es geht um einen Ausgleich von Benachteiligungen, Benachteiligungen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte bestanden haben, meine Damen und Herren. Wir werden die Förderung und die Vergabe im weiteren Verlauf dieses Jahres interessiert beobachten und sind gespannt auf interessante Künstlerinnen, auf gegenwärtige Künstlerinnen. Aber ich finde, es ist auch an der Zeit, Künstlerinnen zu entdecken, die zu ihren Lebenszeiten viel zu wenig Beachtung gefunden haben, eben aufgrund der Umstände damals. Und auch das wäre sinnvoll, da viel mehr Ausstellungen diesen Frauen auch zu widmen, meine Damen und Herren. Nun, jetzt ist dieses Stipendienprogramm unabhängig von der Pandemie konzipiert. Aber trotzdem ist diese Aktuelle Stunde natürlich auch eine Gelegenheit, noch einmal über die Lage von Kunst und Kultur in der Pandemie zu sprechen. Der Kulturbereich unterliegt seit praktisch einem Jahr durchgehend einem drastischen Nachfrageeinbruch, weil er nicht mehr arbeiten darf. Und das betrifft fast alle Sparten und bedroht nicht nur freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, denen Aufträge fehlen, sondern auch vielen Kultureinrichtungen wie etwa die Programmkinos. Und die prekäre Lage der Künstlerinnen und Künstler hat auch eine Kleine Anfrage unserer Bundestagsfraktion Anfang des Jahres herausgestellt. Sie ergab, dass im letzten Jahr mindestens 3.000 Künstlerinnen und Künstler ihre Krankenversicherung über die Künstlersozialkasse verloren haben. Bei 10.000 Menschen hat die KSK Vollstreckungsverfahren wegen ausstehender Beiträge ausgelöst. Und hier sind viele Menschen in existenzieller Not, die wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen uns aber auch fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wenn diese Pandemie vorbei ist?
Gibt es dann das kleine Programmkino noch? Gibt es das soziokulturelle Zentrum noch? Gibt es das freie Theater noch oder die Musikschule? Kultur ist essentiell für die Gesellschaft. Kultur berührt so viele Aspekte unseres Zusammenlebens. Kultur ist Bildung, soziale Teilhabe, Integration und gelebte Demokratie. Kultur ist Stadtentwicklung und Partizipation und für viele eben auch ihre Erwerbsarbeit. Und deshalb ist Kultur systemrelevant, und deshalb müssen Kultureinrichtungen und Kulturschaffende auch unterstützt werden. Kunst und Kultur finden häufig auch außerhalb der Pandemie unter prekären Bedingungen statt, sodass eben wirklich jede Krise zur Existenzbedrohung wird. Und wir fordern die Landesregierung auf, sicherzustellen, dass Menschen nicht durch dieses Raster fallen. Kulturschaffende dürfen nicht einfach auf die Grundsicherung vertröstet werden. Und deswegen muss die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern grundsätzlich verbessert werden, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch darüber hinaus, z.B. durch eine langfristige Förderung statt immer wieder kurzfristiger Projektförderung, wo dann eben auch die Menschen gar keine Planbarkeit haben in ihrem Leben. Und deshalb, neben den direkten Unterstützungszahlungen, die jetzt fließen müssen, braucht es eben Unterstützung für die bedrohten Kulturorte, für Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Pandemie eben nicht auf große Ersparnisse zurückgreifen können, sondern die wirklich existenziell gefährdet sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Für die CDU-Fraktion hat sich der Abg. Hofmeister zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Kunst und Kultur steht nicht so häufig im Mittelpunkt einer Aktuellen Stunde. Und von daher ist es zu begrüßen, dass unser Koalitionspartner diesen Themenbereich heute Vormittag aufruft. Und ich will eines voranstellen. Kunst und Kultur können den Blick auf die Welt verändern und neue Denkanstöße ermöglichen, wenn das auch nicht bei allen Fraktionen dieses Hauses Wirkung hat, wenn ich einmal an den Redebeitrag von Herrn Dr. Grobe denke. Aber meine Damen und Herren, wir sind hier im Hessischen Landtag, und wir sind hier verpflichtet auch der Hessischen Verfassung. Und dort ist die Förderung von Kunst und Kultur als Staatsziel verankert. Und somit ist es unsere Daueraufgabe, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade die Pandemie zeigt nun einmal, welch wichtigen Beitrag Kunst und Kultur in allen Facetten für unser gesellschaftliches Leben leistet. Und, das ist hier mehrfach schon zur Sprache gekommen, was aktuell einfach fehlt, welche Einschläge es dort gibt bei denjenigen, die dort einer Beschäftigung nachgehen, aber insgesamt auch bei den Einrichtungen, die natürlich enorme Schwierigkeiten haben. Und wir haben in Hessen eine vielfältige und attraktive Kunst- und Kulturlandschaft, und die gilt es jetzt auch zu erhalten. Und Herr Dr. Naas, wir haben die Diskussion ja im Wissenschafts- und Kunstausschuss schon geführt. Sie haben gerade von einem Rohrkrepierer gesprochen. Das haben wir im Ausschuss ausführlich debattiert, auch über die Frage von Haushaltssystematik, welche Mittel abfließen, wie sie verwendet werden, was wir wiederum aufgelegt haben. Und ich stelle hier fest, die Förder- und Hilfsinstrumente, die wir in Hessen aufgelegt haben, haben gewirkt und wirken weiterhin, um die Vielfalt der Kultureinrichtungen bis zum Ende der Pandemie zu bewahren und vor allem den Künstlerinnen und Künstlern auch die Fortsetzung ihrer Arbeit zu ermöglichen, und das in Abstimmung mit dem Bundesprogramm, um den Neustart der vielen Kreativen ins Kulturleben zu ermöglichen, Herr Dr. Naas. Meine Damen und Herren, es gilt aber auch in dieser Phase, wo wir ja alle in der Frage Pandemiebekämpfung in unterschiedlichster Form gefordert sind, den Blick nach vorn zu richten. Den Blick nach vorn zu richten, wie wollen wir zukünftig Kunst und Kultur in diesem Land erlebbarer noch machen, noch sichtbarer machen, sodass es in der Gesellschaft noch weiter wahrgenommen wird. Und deshalb ist die Erarbeitung, die nun vor einigen Wochen gestartet ist, des Masterplans Kultur mit einer breiten Beteiligung vieler Akteurinnen und Akteure aus dem Bereich von Kunst und Kultur ein wichtiger Ansatz, um am Ende gemeinsam auch mit den Verbänden zu sagen, wo wollen wir in diesem Land hin, welche Schwerpunkte wollen wir setzen in Kunst und Kultur, was ist wichtig. Und jetzt zum konkreten Anlass der Aktuellen Stunde. Die Gleichstellung von Frauen und Männern als ein grundsätzliches Ziel wird ja, ich sage mal, von weiten Teilen dieses Hauses sicherlich geteilt. Und in anderem Zusammenhang wird die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter im weiteren Verlauf der heutigen Tagesordnung noch debattiert.
Aber wir haben im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN uns klar zur weiteren Notwendigkeit bekannt, in diesen Bereichen voranzukommen und auch Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Es sind ja zwei Aspekte an der Stelle, die Einkommenssituation, die Möglichkeiten des Verdienstes. Das betrifft beide die Geschlechter, denn wir sehen, die Einkommenssituation ist oftmals problematisch, weshalb das Land Hessen etwa über die Mindestgagen mit gutem Beispiel hier vorangeht und in den landeseigenen Einrichtungen hier schon einen klaren Punkt gesetzt hat. Und wir haben eben auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir uns speziell der Unterstützung von Künstlerinnen und kulturschaffenden Frauen widmen wollen. Und Herr Dr. Grobe, ich will jetzt nicht auf Ihre Zahlenwerke eingehen. Also wenn man sich mal anschaut in der Frage, wie auch dieses Programm, das Stipendienprogramm, ausgestaltet ist, es geht um die Frage der gut dotierten Bereiche des Kulturbetriebs und dass wir hier entsprechend entgegenwirken, um Fehlentwicklungen abzustellen. Und das aufgelegte Stipendienprogramm ist ein Baustein hierfür, und es ist ausdrücklich auch für alle Sparten aufgelegt, von der bildenden Kunst über die Musik, die Komposition, den Film, darstellende Künste und Literatur. Und der Punkt ist doch der, wenn wir uns die Zahlen der Studierenden an den hessischen Kunsthochschulen anschauen, dann zeigt sich, dass hier schlicht und einfach noch wirklich Potenzial liegt, das gehoben werden kann. Und deshalb ist dieses Stipendienprogramm ein guter Ansatz, einerseits für den Nachwuchsbereich, aber auch für bereits etablierte Künstlerinnen und Künstler, Künstlerinnen an der Stelle, aktiv zu werden, aber auch Künstlerinnengruppen in den Blick zu nehmen. Und deshalb sind wir gespannt, was für Projekte dort eingereicht werden. Wir begrüßen es auch ausdrücklich, dass eine Auswahljury vorgesehen ist und dass hier nicht eine freihändige Vergabe erfolgt, sondern dass eine Jury fachlich bewertet, wo entsprechende Potenziale gehoben werden können. Wir sind gespannt auf die Wirkung des Programms und danke abschließend unserem Koalitionspartner, dass wir Gelegenheit hatten, Kunst und Kultur im Lande Hessen im Rahmen dieser Aktuellen Stunde einmal wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmeister. Für die Landesregierung hat die Staatsministerin Dorn das Wort. Aber nicht so schnell, es wird erst noch gereinigt. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich darf mich erst einmal bedanken bei all den demokratischen Parteien, dass wir wieder im Jahr 2021 angekommen sind. Ich hatte mich beim Kollegen Grobe kurzfristig 100 Jahre zurückversetzt gefühlt. Zumindest die Argumente waren gleich. Wir haben jetzt Viertel vor zwölf, vor 100 Jahren hätte ich wahrscheinlich ein süßes kleines Kochschürzchen an, würde meinem Mann den Braten in den Ofen schieben und dafür sorgen, dass meine drei Töchter sich auch auf ihre Haushaltstätigkeit ordentlich vorbereiten. Gott sei Dank leben wir im Jahr 2021. Ich stehe hier im Rednerpult, um hier im Lande Hessen die Gleichstellung voranzubringen. Herr Kollege Grobe, aber dass Sie da nicht auf unserer Seite sind, das wissen wir. Ihre Rede war heute ein wunderbarer Beweis dafür, wie Sie es bezüglich der Gleichstellung mit Mann und Frau in der Gesellschaft halten. Ich hoffe, ganz viele schauen sich diese Rede an, denn das war mehr als deutlich. Ich möchte meine Rede an die demokratischen Teile dieses Plenums mit der Frage beginnen, welche Opernkomponistinnen kennen Sie? Und ich glaube, ich darf Ihnen da so weit nahe treten, dass es Ihnen wie mir geht, ich müsste erst einmal googeln. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Es ist nämlich keineswegs so, dass es keine großartigen Werke von Künstlerinnen gäbe. Sie sind nur nicht bekannt. Im Kanon, in den Opernhäusern, auch in Hessen, sind es immer wieder die Ähnlichen, die man kennt, aber eben nicht, meistens nicht die von Frauen. Gleiches gilt für alle Genres, für Musikerinnen. Und es ist deswegen ein Glücksfall, ein absoluter Glücksfall in Hessen, dass wir das Archiv Frau und Musik haben, eine kunstwissenschaftliche Einrichtung, die in 40 Jahren genau dies tut, dass diese Komponistin aller Genres nicht in Vergessenheit geraten. Ich freue mich sehr, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir diese wundervolle Einrichtung auch noch einmal stärker fördern, damit diese Künstlerin, damit die Komponistin nicht in Vergessenheit geraten. Das Problem geht aber tiefer. Es betrifft auch alleine nicht nur die Musik. Es wurde schon deutlich, mehr als die Hälfte der Studierenden unserer Kunsthochschulen seit mehr als 10 Jahren sind Frauen. Aber ihre Talente, ihr Schaffen wird in der Öffentlichkeit weit weniger wahrgenommen.
und Herr Abg. Grobe, Sie sind ein echter Blitzmerker. Wenn mehr als 50% der Kunsthochschulen-Abgängerinnen Frauen sind, sind das auch dann danach Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende. Die Frage ist doch, werden die wahrgenommen? Und dann das ist das Problem. Und wenn Sie dann sehen, dass unter 5% der Leitungen der Kunsthochschulen Frauen sind, dann wird das schon einmal deutlich. Wenn Sie danach sich anschauen, dass weibliche Selbstständige im Bereich der bildenden Kunst 27% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, dann sehen Sie ein weiteres Problem. Wenn Sie wahrnehmen, dass, wenn man die Werke von Frauen in Galerien anschaut, nur bei 25% aller Werke Frauen sind und bei Museen nur 10 bis 15%, dann merken Sie, wir haben ein Problem. Die Balance ist nicht vorhanden. Die Ursachen dafür, die sind vielschichtig. Die sind historisch, die sind aber auch aktuell. Es fehlen Netzwerke, es fehlt Infrastruktur. Und wie in vielen Bereichen des Lebens geht es auch hier um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Frage von Pflegeaufgaben. Und genau deswegen haben wir ein neues Stipendienprogramm an den Start gebracht, das etablierte Künstlerinnen als auch Nachwuchskünstlerinnen aller Sparten sich ausrichtet, also ein Hauptstipendium mit einer hohen Dotierung von 70.000 €, um die Künstlerinnen und ihr Schaffen, ihre Werke in Hessen sichtbar zu machen und für den Nachwuchs besonders jung talentierte Künstler, also nicht besonders jung, junge, besonders talentierte Künstlerinnen mit einem Nachwuchsstipendium auch von 40.000 €, also hoch dotiert. Und ein Novum, was es bundesweit so nicht gibt, die weiteren fünf, Herr Kollege Naas, weiteren fünf Arbeitsstipendien für Projektarbeiten an Künstlerinnen, die sich in familiären Belastungssituationen befinden. Und in der Höhe dieses Programms, also auch in der Zielgenauigkeit, sind wir wirklich bundesweit einzigartig. Und das ist auch gut so, denn wir brauchen die weibliche Perspektive in der Kulturlandschaft. Wir brauchen sie nicht nur hier, wir brauchen sie. Wir brauchen sie überall. Wir brauchen sie in Kunstsammlungen, wir brauchen sie in Intendantenbüros, wir brauchen sie in Filmproduktionen, wir brauchen sie in Literaturkreisen. Überall da sind sie vonnöten. Deswegen haben wir auch, um eben in diesen kulturellen Diskursen künstlerische Positionen von Frauen auch deutlich zu machen, wird auch im Masterplan Kultur das ein großes Thema sein. Ich bin vollkommen bei der Einstellung von SPD und LINKEN, dass das natürlich nicht ausreicht. Überhaupt keine Frage. Da werden wir nicht stehen bleiben. Im Masterplan Kultur wird ein Thema sein, mehr Diversität unter den Kulturschaffenden zu erreichen, sowohl unter den Kulturschaffenden als auch bei der Frage der Partizipation an kulturellen Angeboten. Und auch bei den runden Tischen im Masterplan wird die Hälfte der Plätze Frauen gehören, weil uns das sehr wichtig ist. Und eines ist deutlich. Künstlerinnen in Hessen warten darauf, ihre Potenziale, ihre Projekte entsprechend zu zeigen. Sie haben etwas zu sagen. Sie verdienen es, gehört zu werden, gelesen zu werden, gezeigt zu werden. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Maßnahmen mit dazu beitragen, dass es hoffentlich bald keine Ausnahme mehr ist, dass wir Kunst von Frauen regelmäßig, dauerhaft haben, in den Museen, in den Ausstellungsräumen dort, auf den Theaterbühnen, auf den Leinwänden der Kinosälen. Genau dafür arbeiten wir, und das ist ein erster Baustein und sicherlich nicht der letzte, um dies zu erreichen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Und Herr Dr. Grobe hat sich noch einmal gemeldet. Er hat noch 1:10 plus 51 Sekunden, also 2 Minuten insgesamt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kollegen und Kolleginnen! Frau Ministerin Dorn, es wird nur der Künstler wahrgenommen, der gut ist und dessen Werke sich letztendlich verkaufen lassen, und keine sozialistische Kunst. Sie fragten gerade, welche bekannten Frauen gab es denn? Ich nenne nur ein paar. Clara Schumann, Ricarda Hoch, Bettina von Arnim, Emilia Brunté, Agathe Christie, Virginia Woolf, Annette von Droste-Hülshoff oder Frida Kahlo. Das sind doch die, verkaufen sich, weil sie gut sind, weil sie gute Werke gemacht haben. Da braucht man keine sozialistische Unterstützung. Und gleich zu Frau Wissler. Ich glaube, Sie hätten keine Dichterin werden können. Oder kann man Ihre Redebeiträge als Satire Kunst verkaufen? Vielen Dank.
Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde mit der Drucksache 20 5318 abgehalten.